Dramatischer Zwischenfall im Krüger Nationalpark in Südafrika. Während einer sogenannten Self-Drive Safari, einer Safari, die man mit dem eigenen Auto unternimmt, kommt ein Pärchen einem Elefantenbullen ein bisschen zu nah. Das Tier reagiert äußerst aggressiv und kippt das Auto scheinbar mühelos um. Die Frau im Wagen wurde mit einer Oberschenkelwunde in ein Krankenhaus eingeliefert, konnte aber schon wieder entlassen werden. Ihr Verlobter kam mit leichten Blessuren und einem ordentlichen Schrecken davon. Für den Elefanten allerdings nahm dieser Zwischenfall ein böses Ende. Um weitere Zusammenstöße mit Besuchern des Parks zu verhindern, wurde er getötet.